Wackgeschichte. Was ist denn mit Ihrem Begleiter da passiert? Mein Sohn hat sich in eine Diskothek geprügelt, aber der Junge ist damit nicht angefangen. Das war der andere. Der dachte, er flirtete mit seiner Freundin. Na gut, nehmen Sie mal hier vorne Platz, bitte schön. Ich muss Sie zunächst mal belehren. Als Zeugen müssen Sie vor Gericht hier die Wahrheit sagen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen, ja? Sie heißen Eva Novak, 37 Jahre alt, Sie wohnen in Hannover, Sie sind polnische Staatsangehörige, geschieden. Sie sind Kneipenwirtin am Hanumer See und nicht verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten. Ja. Sie wissen, der Angeklagte wird vorgeworfen, am 12. Januar 2008 Joachim Dollmann in sein Wochenendhäuschen gefesselt und mit so einem Elektroschocker über Stunden hinweg gefoltert zu haben. Sie wollen an diesem Tag eine Beobachtung gemacht haben, die für diese Verhandlung hier relevant sein könnte. Schildern Sie uns doch bitte mal diese Beobachtung. Meine Kneipe und das Wochenendhaus von Herrn Dollmann, die liegen beide am See. Die sind ungefähr 500 Meter voneinander entfernt. Und wenn ich in der Stadt möchte, muss ich jedes Mal am Haus vorbei. Und den besagten Samstag musste ich auch raus, weil mein Koch hat vergessen, Frittierfett zu bestellen. Und wann war das genau? So gegen 15 Uhr. Ist Ihnen da irgendwas Besonderes am Wochenendhaus des Herrn Dollmann aufgefallen? Also nicht direkt am Haus, aber 100 Meter weiter, als ich im Landstraße einbiegen wollte, da ist mir ein PKW aufgefallen in so einem kleinen Wald. Und als ich gegen 16 Uhr zurückgefahren bin, da stand der immer noch da. Und warum ist Ihnen dieser Wagen aufgefallen? Das war ja so ein silberner Wagen und da hat er sehr hässliche Blumenaufkleber an der Seite gehabt. Dieser Wagen war das? Ja. Ja, den fahren Sie? Ja. Und im Kofferraum genau dieses Fahrzeugs wurde dann später auch dieser Elektroschocker gefunden? Ja, da liegt alles auf der Hand. Ja. Moment, Moment, Moment. Ich meine, Sie haben das Fahrzeug gesehen, das haben Sie erzählt. Ja, haben Sie meine Mandantin da an dem Tattag auch gesehen? Nein. Ich denke, dass der Hinrich am Tattag mit dem Fahrzeug am Tatort war. Ne? Sie sind mit dem Fahrzeug dahin gefahren, um die Tat umzusetzen. Deswegen war der Fahrersitz in der Spiegel genau auf die Größe Ihrer Mandantin eingestellt und eben nicht etwa auf die des Freundes, der Verteidiger. Ich bitte Sie, Herr Staatsanwalt, wann wurde das Auto sichergestellt? Jetzt bleiben wir noch mal beim Aussagethema der Zeugin. Stimmt es, dass der Herr Dollmann Schulden bei Ihnen hat? Oh Mann, jetzt fang doch nicht schon wieder damit an, dass ich den Dollmann gefoltert habe. Dann sind Sie der Herr Kramer nämlich mal an, oder was? Das ist richtig. Ja, dann halten Sie auch ganz brav den Mund da hinten drin, oder? Ja, ich habe Sie nicht gefragt. Also, hat der Herr Dollmann Schulden bei Ihnen? Ja, er ist öfter bei mir in der Kneipe und trinkt gerne einen über Durst und hat er ja anschreiben lassen. Das ist ja inzwischen um die 400 Euro geworden. Hm. Der Dirk hat ihn doch nicht gefoltert. Der war ja ganze Zeit bei mir im Laden gewesen. Der Koch kann das ja auch bestätigen. Hat noch jemand Fragen an die Zeugin? Nein, bleiben Sie unvereidigt, dürfen bitte hinten Platz nehmen. Die Zeugin Ute Mehr, bitte schön. Frau Mehr, guten Tag. Kommen Sie mal bitte hier nach vorne, nehmen Sie bitte hier Platz. Ich muss Sie belehren, als Zeugin müssen Sie hier die Wahrheit sagen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Ute Mehr, 27 Jahre alt, Sie wohnen in Hannover, verheiratet, Hausfrau. Und Sie sind die Schwester der Angeklagten. Als Schwester haben Sie eine Zeugnisverweigerung gesagt, müssen gar nicht aussagen. Wenn, dann natürlich nur die Wahrheit. Ja, ich möchte aussagen. Ihre Schwester wird ja vorgeworfen, am 12. Januar 2008 den Herrn Dollmann in seinem Wochenendhaus mehrere Stunden lang mit diesem Elektroschocker gefoltert zu haben. Das kann aber nicht sein, weil... Oh, Ute, bitte, du musst das hier jetzt nicht zu Ende sagen. Sag bitte einfach nur die Wahrheit. Ja, tu ich doch. Nein, tust du nicht. Bist du verrückt geworden? Nein, bin ich nicht. Ich möchte einfach nur dazu stehen, was ich getan habe. Und ich war's. Jetzt, da Sie gehört haben, dass Ihre Schwester die ganze Tat eingeräumt hat, bleiben Sie da bei der Aussage, die Sie bei der Polizei zu Protokoll gegeben haben? Ja. Gut, dann schildern Sie uns doch mal aus Ihrer Sicht diesen ganzen Tattag. Also am Abend früher, bevor das mit diesem Kerl da passiert ist, habe ich noch mit meiner Schwester telefoniert, weil wir schon lange vorhatten, am Samstag mit meinem Sohn hin hinzuzugehen. Leider hat sie mir abgesagt, weil sie noch ihre Wohnung renovieren musste, weil sie am Montag Schlüsselübergabe hatte. Natürlich habe ich ihr auch angeboten, ihr zu helfen, aber sie hat es dankend abgelehnt. Aber da ich auch wusste, dass ihr Freund Peter keine Zeit hat, weil er sich auf seine Prüfung vorbereiten musste, bin ich am nächsten Tag trotzdem mal spontan hingefahren. Mhm. Und wie spät war es da? Ja, so gegen 16 Uhr. Genau, um 16 Uhr soll das Ganze ja passiert sein. Aber da haben Sie meine Mandantin dann zu Hause angetroffen. Ja. Ach, die lügt doch! Tu ich nicht. Ute, bitte. Ich weiß doch, dass du lügst. Frau Bacher, Ihre Schwester lügt nicht. Ihre Schwester beweist hier, dass Sie die Tat nicht begangen haben. Warum stellen Sie sich so dagegen? Oh, nein.
Ja, eben. Deswegen verstehe ich auch gar nicht, was meine Schwester da erzählt. Also, Frau Bacher, meinen Sie nicht, dass es langsam mal Zeit wird, zuzugeben, dass Sie Ihr angebliches Schuldgeständnis hier eigentlich nur abgeben, um Ihren Freund zu schützen? Nein, das habe ich nicht. Ich war's. Peter? Der hat doch aber auch nichts gemacht. Ich habe auch nichts getan. Du kannst also auch nur ehrlich sagen, was los ist. Das tue ich ja auch nicht. Ich war es doch. Frau Meier, jetzt muss ich Sie noch mal an Ihre Wahrheitspflicht erinnern. Ich meine, es erscheint mir schon sehr seltsam, dass eine geständige Angeklagte ihr Alibi bestreitet. Ja, ich kann schon verstehen, dass das alles sehr komisch auf Sie wirken muss. Aber ich war bei Miri und ich habe sie auch gesehen. Wirklich. Aber da kann etwas nicht stimmen. Da kann etwas nicht stimmen, ja. Frau Meier. Da kann auch was nicht stimmen, wenn meine Schwester für etwas büßen muss, was sie nicht getan hat. Genau der Meinung bin ich auch. Also ich habe langsam das Gefühl, wir drehen uns hier irgendwie im Kreis. Wo wollen Sie denn jetzt hin? Ich habe diesen Zettel da draußen auf dem Boden gefunden. Geben Sie den sofort dem Richter. Also jetzt bleiben Sie mal da. Moment. Was war denn das gerade eben? Vorsitzender, steht drauf für Richter Holt. War Ihr Sohn gerade eben, oder? Ja, das war der. Nee. Ich glaube, das sollten Sie auch lesen. Ich bin selbstverständlich sehr interessiert. Was haben Sie denn? Also ich habe vor, mal für einen Moment zu unterbrechen. Ja, selbstverständlich. Also, für alle vielleicht, es gibt hier Neuigkeiten, die dieses Verfahren betreffen und jetzt erstmal überprüft werden müssen. Sie sind noch mal nicht entlassen. Also seien Sie bitte nach der Unterbrechung einfach wieder da. Okay. Und es ergeht dann folgender Beschluss. Die Hauptverhandlung wird unterbrochen und in 30 Minuten fortgesetzt. Herr Nowak? Ah, ja. Kommen Sie mal. Hallo. Ja, Herr Nowak, nehmen Sie einfach Platz hier. Nee, danke, ich stehe lieber. Wissen Sie, ich bin gerade viel zu aufgeregt, ehrlich. Wie Sie wollen. Also, aber wenn Sie aufgeregt sind, dann beruhigen Sie sich erst mal ein bisschen. Und dann erzählen Sie mir, was wirklich los ist. Hm? Ja, Entschuldigung, dass ich einfach so hereingeplatzt bin, aber ich wusste nicht, wie ich das sonst machen soll. Sonst hätte Dirk doch was mitbekommen. Dirk, Sie meinen Dirk Gramer, den Lebensgefährten Ihrer Mutter? Ja, ja, genau. Er hat nämlich dem Herrn Dollmann diese K.O.-Tropfen verkauft, mit denen der dann diese Miriam Bacher da vergewaltigt hat. Und woher wollen Sie das wissen? Na, weil ich vor 3 Tagen dieses Notizbuch bei ihm gefunden habe. Was für ein Notizbuch denn? Da stehen die Namen seiner Kunden drin, die er regelmäßig mit Drogen und Medikamenten versorgt. Als ich das Buch in der Hand hielt, da hat das mir aus der Hand gerissen und das hier verpasst. Also jetzt Moment mal. Dirk Gramer, sagen Sie, handelt mit Medikamenten und mit Drogen und führt sogar Buch darüber? Und weil Sie ihm dahinter gekommen sind, hat er Sie so zugerichtet. Ja, ja, genau. Er hat mir das Notizbuch dann einfach aus der Hand gerissen und hat mir gedroht, dass ich ja mein Maul darüber halten soll, was ich da gerade gelesen habe. Und was stand da genau in dem Notizbuch? Ja, da standen die Nachnamen seiner Kunden und dahinter das, was sie bestellt haben. Zum Beispiel stand da Coke, was mit Sicherheit Kokain bedeutet. Und hinter dem Namen von Herrn Dollmann stand Flunit, was 100% Flunitrazi... Wie heißt das nochmal? Flunitrazepam. Ja, ja, genau. Das ist der Wirkstoff von K.O.-Tropfen. Ja, ja, genau. Und genau hinter seinem Namen stand ja auch noch ein Geldbetrag. Das waren 550 Euro. Ich bin mir sicher, dass er das Geld Dirk noch geschuldet hat. Weil der Betrag stand ja nur unter der Kreditspalte. Können ja nur die Schulden gewesen sein. Aber das hieß ja, dass der Herr Dollmann nicht nur Ihrer Mutter 400 Euro, sondern auch noch dem Herrn Kramer 550 Euro schuldet. Ja, genau. Und genau deshalb glaube ich auch, dass Dirk hinter dieser Foltergeschichte steckt. Vielleicht hat der Dollmann ihn erpresst wegen der Drogengeschäfte oder so. Ich weiß es nicht genau. Aber ich bin mir sicher, dass Dirk das war. Nur der ist so brutal drauf. Also, Herr Nowak, das war zwar ein bisschen ein seltsamer Weg, den Sie da gewählt haben, aber ich glaube, es war sehr wichtig, dass Sie zu mir gekommen sind. Ja, aber meinen Sie nicht, dass die Polizei mir jetzt die Hölle heiß machen wird, weil ich erst jetzt zu Ihnen komme wegen den Drogengeschäften? Nee, da müssen Sie überhaupt keine Sorgen machen. Letztlich sind Sie ja zu mir gekommen. Das Einzige, was ich hier nicht ersparen kann, ist natürlich jetzt gleich eine Zeugenaussage hier im Gerichtssaal. Die unterbrochene Hauptverhandlung gegen Miriam Bacher wegen Freiheitsberaubung und gefährlicher Körperverletzung wird hiermit fortgesetzt. Aufgrund neuer Erkenntnisse würde ich gerne 2 weitere zusätzliche Zeugen hier vernehmen. Herr Kramer da hinten, Sie sind einer von den beiden. Und deshalb bitte ich Sie jetzt auch mal kurz noch draußen zu warten. Herr Seelhoff, ich bitte Sie aber, mit ihm rauszugehen und ein Auge auf ihn zu haben. Aber bitte gehen Sie erst, wenn der andere Zeuge herin ist. Der Zeuge Jan Nowak, bitte schön. So, warten Sie noch einen Moment, bitte. Einen Moment mal. Herr Nowak, kommen Sie ruhig rein, Ihnen kann gar nichts passieren. Kommen Sie mit raus. So ist es.
Nehmen Sie mal bitte Ihren Platz. Ja, Frau Meyer, ich habe auch Sie nicht vergessen. Vorhin sind wir ja mitten in Ihrer Vernehmung gestört worden. Bleiben Sie einfach mal hier und warten Sie einen Moment. Okay. Ja. So, Herr Novak, als Zeuge vor Gericht müssen Sie die Wahrheit sagen. Das ist klar, sonst würden Sie sich strafbar machen. Zu Ihren Personalien, die habe ich mir vorher notiert. Jan Novak, 18 Jahre alt, Sie wohnen in Hannover, sind polnischer Staatsangehörige, Sie sind ledig, Restaurantfachkraft, nicht verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten. Nee. Sie haben mir vorhin gerade von dem Vorfall erzählt, der sich vor 3 Tagen zugetragen haben soll und der eventuell aus meiner Sicht eine große Relevanz für diese Hauptverhandlung hier haben könnte. Schildern Sie uns doch bitte genau, was an dem Tag passiert ist. Ich habe Ihnen ja vorhin schon von diesem Notizbuch erzählt, das ich bei Dirk gefunden habe, in dem seine gesamte Kundschaft drin steht, die er regelmäßig mit Drogen und illegalen Medikamenten versorgt. Wie bitte? Was erzählst du denn da, Jan? Ich sag nur die Wahrheit, Mama. Oder wer glaubst du, hat mir das hier verpasst? Tick doch nicht. Na Logo, und zwar als ich in seinem Notizbuch geblättert habe. Er sollte Drogen verkauft haben und dich zugerichtet haben? Ja, hat er. Ja, Mama. Frau Norberg, ich weiß, das schockiert Sie jetzt erstmal. Ja? Aber beruhigen Sie sich mal einen Moment und lassen Sie mich gerade mit Ihrem Sohn da weiterreden. Also, Sie haben dieses Pfeilchen da bekommen, als Sie in dem Notizbuch geblättert haben. Und da hat der Kramer Sie dabei überrascht. Ja, ich habe das Notizbuch gefunden, als ich nach einem Stift in seiner Schublade gesucht habe. Mhm. Da habe ich dieses Notizbuch gesehen und dann habe ich halt auch die Notizen darin gesehen und was der Dirk da alles so notiert hat. Und da habe ich herausgefunden, dass er halt Drogen und illegale Medikamente verkauft. Und was genau steht denn in diesem Notizbuch? Ja, zum Beispiel der Name von Herrn Dollmann. Und dahinter war notiert, dass er ihm diese K.O.-Tropfen verkauft hat. Wie jetzt? Das ist doch völliger Schwachsinn. Na eben nicht. Hinter Ihrem Namen stand das Kürzel Flunid. Was ganz bestimmt die Abkürzung für Flunitrazepam? Ja, genau, so heißt das. Und genau deshalb glaube ich auch, dass der Herr Dollmann Sie mit diesen Tropfen betäubt und vergewaltigt hat. Aber das stimmt doch alles gar nicht. Ich habe keine solchen Tropfen gekauft. Wenn es dieses Notizbuch tatsächlich geben sollte, Herr Dollmann, dann finden wir es. Darauf können Sie sich verlassen. Und wegen den Drogengeschäften hat Dirk Sie dann bestimmt gefoltert. Weiß ich nicht, weil Sie ihn vielleicht damit erpresst haben oder so. Ach, das ist doch alles völliger Schwachsinn. Sie war's. Ja, im Leben nicht. Jetzt wird's wohl langsam eng für Sie, wa? Jetzt kommt wohl doch noch raus, was für ein widerwärtiger Typ Sie sind. Bacher, bitte schön. Gut, jedenfalls, ich habe im Moment keine Fragen. Ich auch nicht, danke. Herr Novak, dann nehmen Sie bitte hinten Platz. Ja, jetzt mal, der Zeuge bleibt unvereidigt mit dem Dirk Kramer, bitte schön. Gesundheit, Herr Staatsanwalt. Dann gehen Sie mal nach vorne. Ich verstehe das nicht. Warum soll ich Ihnen hier noch als Zeuge aussagen? Also jetzt regen Sie sich nicht auf, gehen Sie nach vorne. Ich habe doch überhaupt nichts gesehen. Jetzt beruhigen Sie sich erstmal und nehmen einfach mal hier vorne Platz, bitte schön. So, und da muss ich Sie zunächst mal belehren, dass Sie als Zeuge jetzt hier die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Dann bräuchte ich Ihren vollständigen Namen, bitte schön. Sie heißt Dirk Kramer. Es ist so richtig mit G geschrieben, oder? Richtig mit G. Wie alt sind Sie? 38. Wo wohnen Sie? In Hannover. Ihren Familienstand, Ihren Beruf bitte noch? Ich bin mit der Eva zusammen. Wir sind nicht verheiratet, aber wir wohnen halt zusammen. Und ich bin gelernter Offset-Drucker. Im Moment bin ich aber leider ohne Job. Verwandter oder Verschwäger mit der Angeklagten hier? Mhm. Jetzt belege ich Sie noch zusätzlich, dass Sie auf alle Fragen nicht antworten müssen, wenn Sie sich selbst belasten könnten. 55 SDPO. Ist klar. Der Herr Novak, der hat gerade eben gesagt, dass er bei Ihnen ein Notizbuch gefunden habe, aus dem sich der Verdacht ergibt, dass Sie mit Drogen handeln können. Was? Das ist ein absoluter Quatsch. Unter anderem sollen Sie an den Herrn Dollmann unerlaubt Flunitrazepam, also sogenannte K.O.-Tropfen, verkauft haben. Das ist doch totaler Quatsch. Der Typ, der lügt in die Hucke voll. Jetzt schauen Sie mal den Herrn Novak an. Der hat ein schönes Veilchen im Gesicht, eine aufgeplatzte Lippe. Bestreiten Sie auch, dass Sie ihn so zugerichtet haben? Natürlich bestreite ich das. Damit er von diesem Notizbuch nichts weiter erzählt, das bestreiten Sie auch. Okay. Ja klar, weil ich es nicht weiß. Dann haben Sie wohl auch kein Problem damit, wenn die Polizei bei Ihnen vorbeischaut und mal guckt, ob das Notizbuch sich bei Ihnen befindet. Ha? Natürlich habe ich ein Problem damit. Ich habe keinen Bock, dass Sie mir die ganze Bude auf den Kopf stellen. Kommen Sie nicht drum rum, es sei denn, Sie geben uns dieses Notizbuch einfach freiwillig. Dann kommen Sie drum rum. Sie tun mir einfach mal den Gefallen und sagen mir, wo das Notizbuch ist. Machen Sie es einfach ganz einfach, damit machen Sie es auch sich etwas einfacher. Und was es damit auf sich hat, vor allem mit dem, was da drin steht. Weil der Staatsanwalt wird sich die Mühe machen, das alles zu hinterfragen. Ohne Frage. Ich war mit der Eva ab und zu mal in Polen, sind da verreist und ich habe für ein paar Freunde so ein paar Medikamente mitgebracht. Die sind hier in Deutschland halt arschteuer. Aber nur um denen einen Gefallen zu tun. Mit diesen ganzen komischen Drogen da habe ich wirklich nichts zu tun. Und was ist mit diesem Flunitrazepam? K.O.-Tropfen? Haben Sie die dem Herrn Dollmann verkauft? Ja, Joachim hat mich drum gebeten, weil er
seit ein paar Monaten so Schlafstörungen hat. Schlafstörungen. Herr Däumann, auch Sie müssen sich selber nicht belasten. Wollen Sie dazu was sagen, wieso Sie K.O.-Tropfen erworben haben von Ihnen? Ja, und? Dann habe ich Ihnen solche Tropfen gekauft. Ich hatte Schlafstörungen. Ja. Und da sind solche Tropfen wirklich gut. Ja, schon klar. Die hatten sie, um mich ruhig stellen zu können, um in mein Zimmer und in ein Bett steigen zu können. Herr Däumer, mal ganz im Ernst, unter diesen Umständen, wer soll Ihnen die Geschichte mit den Schlafstörungen denn jetzt abkaufen? Ich sage die Wahrheit. Klar. Jetzt sagen Sie auf einmal die Wahrheit, ja? Und vorher haben Sie bestritten, überhaupt was mit K.O.-Tropfen am Hut zu haben. Ich sage Ihnen, Sie haben sie besessen und Sie haben sie dazu benutzt, meine Mandantin zu betäuben und sich dann an ihr zu vergehen. Dann stimmt das doch. Dann hat er dich doch wirklich vergewaltigt. Ja, natürlich. Miri, tut mir so leid. Ich konnte nicht begreifen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Mistkerl... Du Dreckschwein. Herr Hinrich! Ist rein. Der hat doch... Ruhig ist der hat meine nein, nein, tun sich keinen Gefallen. Hinrich. Tun sich keinen Gefallen jetzt. Setzen Sie dann tun sich wirklich keinen Gefallen. Was soll denn das bitte schön? Ja? Der hat meine Freundin... Jetzt halten Sie sich mal zurück, sonst muss ich noch Ordnungsmaßnahmen hier ergreifen. Ja? Ja. So, jetzt kommen wir wieder zu Ihnen, Herr Gramer. Steht ja immer noch der Vorwurf im Raum, dass Sie den Herrn Däumann gefesselt und mit diesem Elektroschocker malträtiert haben könnten. Ich habe nie gesehen, das Teil. Das ist völliger Quatsch. Herr Richter, der Türk ist zwar für mich gestorben nach dem Ganzen, was ich erfahren habe, aber er könnte der Täter nicht gewesen sein. Und warum nicht? Der war ja den ganzen Samstag wirklich bei mir in der Kneipe, nur zwischen 15 und 16 Uhr, wo ich weg war. Aber sonst davor und danach saß er die ganze Zeit da. Und Hinrich, der hat auch ein Alibi und dann bleibt eine Person übrig, die Angeklagte. Ja, ich habe doch von Anfang an sowieso schon gesagt, dass ich es war. Und damit sind wir wieder bei Ihnen, Frau Mehr. Weiterhin müssen Sie die Wahrheit sagen, weiterhin müssen Sie niemand aus der Verwandtschaft belasten. Ute, bitte. Sie haben Zeugsverweigerungsrecht außerdem, aber wollen Sie wirklich an dem Alibi für Ihre Schwester festhalten? Ute, bitte sag es doch jetzt endlich. Ja, es war gelogen. Aber ich wusste auch nicht, ob es wirklich Miri gewesen ist. Sie hat mir halt nur erzählt, dass sie sich an dem Dollmann da rächen möchte. Und da ich auf Nummer sicher gehen wollte, ich wollte ihr nur helfen. Sie ist doch meine Schwester. Wissen Sie, dass Schwestern sich helfen, ich glaube, das gehört sich so. Da habe ich volles Verständnis. Aber das berechtigt Sie auf keinen Fall zu einer Falschaussage, Frau Mehr. Außerdem, Miri, habe ich doch schon von Anfang an zugegeben, dass ich es gemacht habe. Aber ein Positives hat es jedenfalls. Jedenfalls haben wir jetzt neue Beweise gegen diesen blöden Dollmann. Echt? Und vielleicht kriegen wir ihn jetzt endlich verurteilt. Ja. Also ich werde mich darum kümmern. Die Ermittlungen werden natürlich aufgenommen werden. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Gut. Ich denke, von dem Herrn Gramer müssen wir nichts mehr hören. Bleibt der Zeuge unvereidigt. Nein, kann ich hinten Platz. Herr Seelhoff, passen Sie bitte auf. Auch die Frau Mehr bleibt weiterhin unvereidigt. Naja, da ist ganz sicher kein Platz, Mensch. Also Moment mal, kommen Sie mal. Wenn Sie das schon mal vermöbelt haben, da müsste ich gar nicht dazu setzen. Jetzt setze ich da rüber. Bundeszentralregister Auszugkammer noch zu verlesen. Das sind keine Eintragungen. Noch Anträge, noch Erklärungen. Keine. Dann schließe ich die Beweisaufnahme, Herr Staatsanwalt. Hochrichter, Verteidiger, auf der einen Seite eine von Anfang an heute geständige Angeklagte bei einer sehr klaren und letztlich sehr belastenden Beweislage. Auf der anderen Seite ein Verteidiger, der dennoch und vor allem gegen den offenkundigen Willen seiner Mandantin hier mit aller Gewalt um einen Freispruch gekämpft hat. Damit haben Sie, Herr Guthold, ganz klar die Interessen Ihrer Mandantin missachtet. Das halte ich für fragwürdig. Ich halte es auch für gefährlich, weil letztlich es einzig und allein Ihrer Mandantin zu verdanken ist, dass wir jetzt den wesentlichen Gesichtspunkt des frühen Geständnisses neben den fehlenden Vorstrafen hier positiv bewerten können. Das war das, was Sie sonst vereitelt hätten, Herr Verteidiger. Natürlich haben wir es hier mit Selbstjustiz zu tun, schlimme Verletzungen, schlimme Folgen, aber wir müssen natürlich sehen, dass die Angeklagte hier in Ohnmacht gehandelt hat. Ohnmacht deshalb, weil sie nicht begreifen konnte, dass ihr Peiniger letztlich nicht verurteilt wurde wegen der Vergewaltigungsvorwürfe. Und dass sie da ernsthaft dran glauben durfte, das räume ich ein, hat die heutige Hauptverhandlung sehr klar ergeben. Nur das war nicht Ihre Intention, Herr Guthold, dass Sie das heute hier aufklären wollten. Aber ich gebe zu, da hatten Sie recht, das richtig an die Angeklagte. Das haben wir heute aufklären können und werden wir auch weiter verfolgen. Natürlich rechtfertigt das nichts, es entschuldigt nichts, aber es hilft sehr bei der Strafmaßfindung. Ich denke, dass hier gerade noch 2 Jahre Tat und Schuld angemessen sind. Das eröffnet uns die Möglichkeit, eine Bewährungsstrafe hier zu verhängen, die ich hierfür in jedem Fall erforderlich halte. Vielen Dank. Danke, Herr Staatsanwalt, Herr Verteidiger. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, letztendlich vielen Dank, dass Sie mich dann aus dem Antrag wenigstens rausgelassen haben, wo ich ja schon Hauptbestandteil Ihres Plädoyers war. Ich denke, wir sollten mal nicht vergessen, was für eine Pein und was für eine Qual das Opfer
einer Vergewaltigung denn durchmacht, das können wir zum Glück nicht nachvollziehen. Hier sitzt das Opfer einer der wohl übelsten Peinigungen, die man sich überhaupt denken kann. Und diese Qual wurde noch dadurch verlängert, dass leider der Täter durch die Justiz seine wahre Strafe bislang noch nicht erlangt hat. Nicht? Hier sitzt aber auch eine für mich wieder gestärkte Frau, die sich mit den Folgen der Tat, die sie selbst von Anfang an eingestanden hat, auseinandersetzt. Und deswegen hat sie von Anfang an nichts, rein gar nichts geleugnet. Selbstverständlich kann das, was sie dem Opfer angetan hat, noch lange nicht entschuldigen. Wir können es nicht akzeptieren und strafrechtlich können wir es schon gar nicht tolerieren. Aber ich denke, dass die Umstände, die meine Mandantin dazu gebracht haben, die sie zu dieser Tat verleitet haben und ihr Verhalten heute hier bei der Strafzumessung auf keinen Fall außer Acht gelassen werden sollten. Nee? Letztendlich, der Vorsatz hinsichtlich der gefährlichen Körperverletzung, den können wir, glaube ich, verneinen, weil das technische und medizinische Verständnis, was das für Folgen hat, das können wir ihr beim Leibe nicht zutrauen. Ich denke deswegen, dass es angebracht ist, gegen meine Mandantin eine Freiheitsstrafe zu verhängen. Maximal 6 Monate in dem Fall, die selbstverständlich, weil sie nicht vorbestraft ist, zur Bewährung auszusetzen ist. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Verteidiger. Frau Bacher, Sie haben beide Anträge gehört. Sie können sich jetzt selbst auch noch verteidigen. Sie haben das letzte Wort. Nein, ich brauche nichts mehr zu sagen. Dann ziehe ich mich mit den Schöffen zur Urteilsberatung zurück. Im Namen des Volkes verkündigt folgendes Urteil. Die Angeklagte Miriam Bacher ist schuldig der gefährlichen Körperverletzung in Tateinheit mit Freiheitsberaubung. Paragraphen 223 zu 24 Absatz 1 Nummer 2 und 5, 239 Absatz 1 und 52 Strafgesetzbuch. Es wird deshalb zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren verurteilt, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wird. Die Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens. Nehmen Sie bitte Platz. Was ein Vergewaltigungsopfer durchmacht, ist schrecklich und ich denke für Außenstehende kaum begreifbar. Und deshalb müssen die Strafverfolgungsbehörden natürlich alles tun, um die Täter zu überführen und einer gerechten Strafe zuzuführen. Und Sie können sicher sein, dass es in Ihrem Fall hier jetzt auch so kommen wird. Heute sind erstmalig hier ganz neue wichtige Beweismittel bekannt geworden, nämlich der Beweis dafür, dass der Herr Dollmann tatsächlich K.O.-Tropfen erworben hat. Aber das sind die Strafverfolgungsbehörden und nicht die Bürger. Was hätten Sie denn gesagt, wenn jetzt irgendjemand das Recht in die eigene Hand genommen hätte und Sie kein faires Verfahren hier gehabt hätten und jemand einfach darauf losgeschlagen hätte, ohne Ihre Sicht der Dinge sich anzuhören und alles abzuwägen? Und deshalb müssen die Strafverfolgungsbehörden genauso alles tun, um Folterer zu überführen und der gerechten Strafe zuzuführen. Und die gerechte Strafe berücksichtigt hier eben auch, dass sie sofort ein Geständnis, also hier heute jedenfalls, von Anfang an ein Geständnis abgelegt haben, dass sie natürlich als Vergewaltigungsopfer in einer Sondersituation waren, aber auf der anderen Seite auch zu ihren Lasten, dass sie über mehr als 3 Stunden hier ihr Opfer gefoltert haben. Und um zu einer gerechten Strafe zu kommen, muss man sich hier vor Augen halten, dass die Mindeststrafe 6 Monate Freiheitsstrafe sind. Und Herr Verteidiger, das wäre aber schon verwirrt gewesen, wenn die Angeklagte nur einen einzigen Stromstoß ausgeführt hätte. Bei über 3 Stunden sind wir der Meinung, dass wir zu einer Freiheitsstrafe kommen, die gerade noch wegen Gesamtumstände hier zur Bewährung ausgesetzt werden kann, also hier 2 Jahre. Und es ergeht folgender Beschluss. Die Bewährungszeit dauert 3 Jahre. Der Angeklagte wird auferlegt, an das Frauenhaus Hannover eine Geldbuße von 3.000 € zu bezahlen. Ich nehme mal an, das ist in Ihrem Sinne, weil da geht es genau um Menschen, die in ähnlichen Situationen, vielleicht schlimmeren Situationen sind, als Sie es waren. Gegen das Urteil kann innerhalb einer Woche Berufung oder Revision eingelegt werden. Ich weiß, viele denken da ganz anders und finden es klasse, wenn man das Recht in die eigene Hand nimmt. Aber Recht, das man in die eigene Hand nimmt, das ist wie Sand. Kaum hat man ihn richtig in die Hand genommen, ist es schon einem aus den Händen geglitten und nur noch ein Häufchen Unrecht. Und damit ist die Sitzung geschlossen. Herr Dollmann, Sie sind vorläufig festgenommen. Es besteht der dringende Tatverdacht der Mehrfach- und Vergewaltigung. Herr Seelhoff, bitte. Ja, jetzt seien Sie nicht so überrascht. Kommen Sie einfach, bleiben Sie ruhig, kommen Sie einfach mit. Ja, Sie also haben vielleicht gerechnet, Herr Dollmann. Herr Kramer, Sie stehen so knapp vor der vorläufigen Festnahme. Sie kommen mit mir und wir fahren zu Ihnen. Dann gucken wir erstmal nach dem Büchlein, nach dem Notizbuch. Ja? Kommen Sie mit. Wenn es sein muss. Also. Gehen Sie bitte. Joachim Dollmann wurde wegen Vergewaltigung in 14 Fällen, unerlaubten Erwerbs von Betäubungsmitteln und uneidlicher Falschaussage zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 9 Jahren verurteilt.
Dirk Kramer wurde wegen unerlaubter Einfuhr und Handelns von Betäubungsmitteln, Körperverletzung, versuchter Nötigung und uneidlicher Falschaussage zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 3 Jahren verurteilt. Ute Mehr wurde wegen uneidlicher Falschaussage zu 5 Monaten mit Bewährung verurteilt.